Leute, was geht? Yo Leute, was geht? Ladok am Start. So, heute ist ein neues Video auf unserem Kanal. Heute machen wir, kosten wir Swedish Fish. Das ist der härteste. Tommy, nicht den. Das ist der härteste und stinkendste Fisch auf der Welt angeblich. Ich habe was anderes organisiert für uns, für dieses Video. Kennt ihr das? Surströmming aus Schweden? Nein. Wieso machen wir so einen Blödsinn? Ich verstehe es und werde es nie verstehen. So, das schmeckt ja gut. Ein bisschen Fisch ist dabei. Ja, das ist angeblich der stinkendste Fisch der Welt. Surströmming. Keine Ahnung, wie der Fisch ist. Surströmming. Der Delikaterie des Schwedens. Größter Hannelis Fiskaterie ABSB Skaksude. Ihr wisst es wahrscheinlich, dass das jetzt sicher kein lustiges Video wird. Wir tun es trotzdem. Also, wir sind neugierig, wie es schmeckt, wie es riecht. Wir sind hungrig, wir haben Hunger, wir werden richtig reinbeißen. Aber bevor das Video startet, lest ein ehrenbruder-mäßiges Abonnementos hier und dann Surströmming. Like. In diesem Sinne, let's go. Mit dem Video. Mine. So, schau, ein Teller für dich. Ein Teller für mich. Och. Oh, wir wollen uns ja nicht bekleckern. Das soll eine Delikatesse sein. Ja, deswegen, wir müssen... Delikatesse ist das. Ja. Also... Das macht man nicht am Tisch. Man sagt, das schmeckt innen. Mach auf. Man rülpst, wenn es gut schmeckt. Wie rülpst? Deine Serviette. Oh. Scusi, scusi. Scusi. Ich hoffe, so. Ich muss mich nicht übergeben. Oh, ich glaube, er kotzt. Wie geht das jetzt? So? Ich will es gar nicht aufmachen. Ja, bist du! Wie riecht das? Bist du das? Das war, glaube ich, nur der erste Geruch. Es steckt immer mehr bei jedem Mal drin. Bist du? Wie? Bala! Ja, willst du das essen? Wie faule Eier? Na, schlimmer! Wie misst was sein? Ach, die schissen und Co. Bist du? Ich weiß nicht, was das. Boah, bei jedem Mal drehen wird's schlimmer. Oh, bitte! Ich hätte es mir nicht so schlimm vorgestellt, du. Ja, bist du wahnsinnig? Mach auf, Leute. Den Scheiß. Ich habe Angst, dass ich verschütte. Bitte nicht. Bist du? Gut, dass wir einen Kotzeimer gerichtet haben. So, die Hälfte ist offen erst. Aber man gewöhnt sich daran, oder? Ja, genau. Als ob ich das nochmal esse. Wenn ich es überhaupt esse. Bist du? Hör auf. Bist du? Wie kann man denn sowas fressen? Es stinkt immer mehr. Bitte mach du weiter auf. Echt? Ja. Wie geht das? Einfach so drin. Andere Seite. Da, hör auf! Hör auf! Es wird... wir reden jetzt schon... Schau, ich bin ganz schwarz. Vor was? Also... Ich hoffe, es schaut besser aus, wie es riecht. Ich weiß nicht, ne? Jetzt haben wir es gleich offen.
Nicht. Boah. 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 Bist du wahnsinnig? Wo ist deine Serviette? Boah. Boah, schau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das esse. Was? Also das ist... Das ist eindeutig der stinkendste Fisch der Welt. Oder das allgemein, was ich jemals gerochen habe. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Ich habe normal nie Angst. Also der, was sowas isst, die ganze Dose, entweder... Der hat irgendwas verdient. Aber komplett kranker Mensch. Ja. Soll ich rausholen? Hol einen raus. Auf einen Teller nur, oder? Ja. Riechen wir mal dran. Der ganze Raum wird stinken, die ganze Wohnung, die noch immer nicht eingerichtet ist. Was wird sich der Vermieter denken? Wenn der hier reingeht, den schmeißt es wieder bei der Tür raus. Bitte stell das weg. Riechen wir mal da dran. Geht aber. Was? Ich finde, die Dose schmeckt... Der Fisch alleine, das ist nur der Saft, der so stinkt. Oder? Aber das stinkt bei weitem nicht so wie die ganze Dose. Riechen wir mal in die Dose. Willst du wirklich? Willst du? Nein. Wir müssen aber. Wir müssen durch. Sonst ist das kein Video. Mitschlucken. Probieren. Wenn nicht. Ausspucken. Und dann? Fertig. Das kleine Stück. Das. Ich hoffe, der ist grätenfrei. Ich hoffe auch. Warte. Ja, mach. Nein, ist nicht grätenfrei. Ist nicht grätenfrei? Ja, wenn du am Gestank nicht stirbst, dann an den Gräten. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, wenn dann schon einen ganzen, oder? Einen ganzen Fisch? Wir kosten ihn mal, oder? Das war wirklich die bescheuerste Idee ever. Wenn ihr das riecht, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das stinkt. Schade. Ich kann es euch nicht vorstellen. Wir würden sicher gerne mit euch teilen, diesen Gestank, ja. Wie das riecht, aber das kannst du gar nicht erklären. Das ist wie faule Eier, Mistwasser, abgestandene Pisse, Scheiße, Hundekot, Katzenklo, alles. Es ist einfach alles hier drinnen. Alles, was du dir vorstellen kannst, zusammengemischt. Aber man gewöhnt sich jetzt, oder? Ja. Es... Willst du mal da reinriechen? Nein. Wie? Echt? Wie? War? Ja, durch ist durch, oder? Ich hoffe, der Fisch ist durch. Geh weg. Das sind nur die Gräten hier. Ja. Das auch? Nein, das nicht. Doch, das auch. Schneiden wir noch ein Stück runter. Schneiden, das ist ja alles voll mit Gräten. Komplett. Aber jetzt, alles mit Gräten voll. Ich esse den eh nicht. Ich probiere ihn zwar, aber... Ich bin ja alter Fischfiletierer. Wie faule Eier. Oder? Alles für die Klicks. Alles für die Klicks. Wie kann etwas so stinken? Ich verstehe es nicht. Riech mal. Aber jetzt riecht's mehr nach Fisch, oder? Riech meinen an. Ja. Durch? Brauch einen Schluck trinken. Ja. Also kosten wir. Auf. Adok. Sollst du den Essen nicht wegschmeißen? Ich kann das nicht essen. Sicher, das kannst du mal.
Du willst nicht so. Also ich koste als erstes. Wow, ich trau mich nicht. Soll ich? Aber du tust dann auch. Ja, aber ein bisschen scharf, weiß ich nicht. Im Mund muss das wenigstens nehmen. Aber ohne Schluck, nein, irgendwie. Ja, irgendwie. Gut. Ich sag noch nichts. Stinkt schon, sagst du. Es schmeckt so, wie es stinkt. Viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück. Schau, dass du es überlebst. Ich riech gar nicht. Du beißt nicht alleine. Ja. Es geht. Kau. Oh, ich glaube, er kotzt. Ich finde, er hat nicht so schlimm geschmeckt. Wirklich nicht. Geil. So. Ja. Das war mit Abstand das dümmste Video und auch das letzte Video, was mit sowas zu tun hat. Ich hoffe. Was ist besser, Jelly Beans oder Surströmming? Jelly Beans. Das ist schon extrem hardcore. Also, meine ehrliche Meinung jetzt. Er stinkt extrem. Boah. Vielleicht hast du auch ein Stück mit viel von diesem stinkenden Saft gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nur so ein Filet gehabt. Du hast, glaube ich, ein bisschen Haut auch dabei gehabt. Mhm. Gell? Ja, vielleicht deswegen. Aber ich muss ehrlich sagen, nur das Filet, das schmeckt mehr nach mehr salzig wie Fisch einfach. Also nicht so, wie es stinkt. Wie ist deine Meinung? Ich bin generell kein Fischesser. Ich mag sowieso schon keinen Fisch. Und das noch dazu einfach hardcore, Alter. Brutal, echt. Ja, ich mag schon Fisch. Vielleicht auch deswegen, keine Ahnung. Einfach schlimm. Ich würde sagen, das war das beschissenste Video, was wir überhaupt aufgenommen haben. Ich hoffe, euch hat das gleich wenig gefallen wie mir. Falls ja, lasst kein Abo da. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Na doch, Ende. Instagram, Corona-Bier, let's have some fun. Facebook-Profile, Tinder-Match, YouTube-Banner, die Abos sind ein Catch.